Tja, da sind wir wieder bei einer neuen Folge Gears of War Judgment. Und ich weiß nicht, ob das schon die letzte Mission ist. Wenn, dann war das ein relativ kurzes Vergnügen. Aber hier geht es ja auch nicht um die Hauptstory, sondern was mit ihm hier und seinen Kumpeln passiert ist, nach, glaube ich, der ganzen Geschichte mit Marcus Fenix. Und dann werden wir schauen, wie es wohl weitergeht mit der ganzen Geschichte. Ja, aber jetzt müssen wir erstmal dem Typen vom Militär erzählen, wie das mit dieser Vernichtungswaffe und allem weitergegangen ist. Also wollen wir doch mal loslegen. Ah, Waffen sieht gut aus. So, was verlangen die jetzt schon wieder von uns hier für Sternchen? Der Kilotrupp behauptet, eine Reihe von koordinierten Abwehrpositionen der Locusts überwunden zu haben. Zusätzlicher Locust-Widerstand in der Umgebung. Da waren Türme und Maden. Eine Menge Maden. Khan wusste, dass wir kamen. Okidoki. Au, Retrolenzer nehmen wir lieber. Yay. Mehr für mich. Und wenn hier am Anfang schon... Oder soll ich wegen den Türmen... Lieber die... Nee. da. Bleib tot! Barriere unten! Scheißkerl! Hey, warum latschen die einfach durch die Barriere durch? Hey! Oh ja! Hey, das ist meine Deckung. Wir haben noch mehr! Erzschleicher! So kämpfe ich gern! Meine Schuld! Los, fang mich! Man geht doch nicht immer so weit vor! Granate im Anflug! Helft mir hoch! Wiederbelebung! Guck nur fertig, um zu Hilfe! Stirb, Erdschleicher! Ich bin verletzt! Bleib tot! Steh auf und kämpfe! Ja, genau, Granate ist gut. Brandgranate! Oh ja! Auch verpasst. Rückt zu. Wir haben noch mehr. Mörser. Hallöchen. Achtung. Auch keine Mörser. Auf, oh, fuck. So kämpfe ich gern. Mörser. Wow, der hat mich auf die Grenze haut. Los, fang mich! Stirb, Hilfe! Oh. Fuck.
werfe Granate! Komm, hallo? Barriere hallo! Unter. Wow! Ich bräuchte eine Granate für den Mörder! Leute! Oh nein, ups! Mörder! Barriere unten! Deckung! Bist getroffen! Scheiß Kerl! Zurück an die Arbeit! Versuch mal von hinten umzukommen, Jungs. Zu heiß. Ich grad darüber gucken. Na prima, ganz klasse! Stirb, Erzschleicher! Ja! Los, handeln! Barriere unter! Na, das ging doch ganz gut eigentlich. Hey, haben die Maden auf uns gewartet? Oder täusche ich mich? Ich glaube nicht, dass du dich da täuschst. Oh, Granaten nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Und wir haben 3 Sternchen. Colonel, was ist, wenn Khan zugelassen hat, dass Omega die Seher ausschaltet, um noch mehr Männer anzulocken? Diese Maden denken wirklich strategisch. Und was wird das jetzt wieder? Der Kilotrupp behauptet, in der Umgebung des Paradeplatzes ungewöhnlich zähe Locust begegnet zu sein. Zähere Locust-Widerstand. Man nehme gruselig und krabbelig, dann füge man blitzschnell hinzu. Kein schönes Bild, oder? Nicht blitzschnell. Schnell mag ich immer gar nicht. Schnell, also... Zäh ist ja okay. Wir gehen wieder raus, Kilo! So viele kleine, schnelle Wusler, das mag ich nicht. Heute Morgen um 10 Uhr hat die Union Unabhängiger Republiken eine Kapitulation gegenüber der Koalition der örtlichen Regierungen unterschrieben und einem Friedensvertrag zugestimmt. Ich bin froh, Ihnen mitteilen zu können, dass die Pendulumkriege nun beendet sind. Kur und UUR werden zusammen an Aussöhnung und Wiederaufbau arbeiten. Dieses ganze Siegeszeug macht dich hoffentlich nicht. Du weißt schon. Keine Sorge, wenn der Krieg hier vorbei ist, können wir wieder versuchen, uns gegenseitig umzubringen. Und dem Waffenstillstand zusammen mit den anderen Staaten der UUR zustimmen dürfen. Lasst uns nun gemeinsam den Frieden in unserer Welt genießen. Solange er wehren wird, ne? Heute Morgen um 10 Uhr hat die Union Unabhängiger Republiken eine Kapitulation gegenüber der Koalition der örtlichen Regierungen unterschrieben und einem Friedensvertrag zugestimmt. Ich bin froh, Ihnen mitteilen zu können, dass die Pendulumkriege nun beendet sind. Kur und UUR werden zusammen an Aussöhnung und Wiederaufbau arbeiten, um die schlimmen Wunden zu heilen, die dieser lange und schreckliche Konflikt Sarah zugefügt hat. Wir hoffen, dass der Staat Gorasnaya dieses Angebot akzeptiert und dem Waffenstillstand zusammen mit den anderen Staaten der UUR zustimmen dürfen. Lasst uns nun gemeinsam den Frieden in der Welt genießen. Serapis! Da kommen Maden! Na komm!
prima, ganz klasse. Wir haben noch mehr. Oh ja. Granate. Siehst du mich nicht? Oh, 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 ey, 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 ey. Ich brauch nur eine Waffe. Meine Hand. Komm schon. Pass auf die Fette. Du hättest rennen sollen. Munition alle. Oh, jetzt schon? Ich bin froh, Ihnen mitteilen zu können, dass die Pendulumkriege nun beendet sind. Ich bin noch nicht mal durchs Tor durch und hab schon keine Muni mehr. Zusammen an Aussöhnung und Wiederaufbau arbeiten. Schön! Um die schlimmen Wunden zu heilen, die dieser lange und schreckliche Konflikt. Oh, aber habt ihr schon drei Sternchen? Cool. So, machen wir das Türchen weiter auf. Okay, alles voll. Gut, 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 gut. Kilo, da kommt eine Patrouille. Überraschen wir sie. Teilt euch auf. Zwei nach links, zwei nach rechts. Hallo. Fuck. Fuck, ich bin auf der falschen Seite. Lauf, 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 lauf. Okay. Aus Gorosnaya! Scheiß Kerl! Ah, mit. Schon. Gleich tot! Fuck. Granate. So kämpf ich gern. Werfe Granate. Na komm. Hey. Na prima, ganz klasse. Oh ja. Scheißkerl! Cool. Bleib tot! Das war lustig, aber wir sollten den Patrouillen fernbleiben.
Von da oben kommen wir bestimmt auf die Dächer. Ich habe nur ein Sternchen gekriegt. Ich will noch zwei Sternchen haben. Schade, schade, schade. Ui, was ist das denn? Ach so, das ist eine One-Shot wieder. Nope. Okay, Muni alles voll. Dann, was will das von uns? Der Kilotrupp behauptet, weitere und ungewöhnlich wilde Einheiten bekämpft zu haben. Starker Angriff durch Locust und Raider. Je näher wir Kern kamen, desto besser waren seine Beschützer. Auch ohne Abzeichen konnte ich erkennen, manche Locust erhalten eine bessere Ausbildung als andere. Bart, stell dich doch mal der Tür vor. Okay, das heißt, wir müssen jetzt hier die Stellung halten. Oh oh, oh Mann, unser Ruf eilt uns anscheinend voraus. Kilo, beschützt den Bart, während er die Tür hackt. Ich glaube, da oben ist was los, oder? Werfe Granate! Komm schon, das ist mein Spaß! Ist jemand da draußen? Ich gehöre jetzt zurück! Granate! Zerbrechen! Wie ist der? Zerbrechen! Komm los, fang mich! Na komm! Fuck, fuck, fuck! Der hat Granate! Oh shit! Kann irgendeiner mal ganz kurz... Ich brauch nur eine Hand! Eine Hand! Komm schon! Komm schon! Wiederbelebung! Gleich. Steh auf und kämpfe! Okay, du auch, komm schon. Fuck! Scheiß Kerl! Echt! Okay, Kilo, der Weg ist frei! Ziemlich heavy. Leck mich am Arsch. Heudeldei. Aha, den hätten wir vielleicht hinstellen sollen irgendwo, hm? Den hab ich nicht gesehen, aber den stellen wir mal hier hin. So. Nur damit uns ein bisschen der Rücken vielleicht freigehalten wird, gell? Gut. Tag hatte die Altstadt verlassen ausgesehen, obwohl sie nie richtig evakuiert wurde. Wo waren alle hin? Jetzt wussten wir es. Die Dächer. Sie dachten, sie wären da sicher. Falsch gedacht. Soldat, Zivilist, das schert die Maden nicht. In diesem Krieg ist's egal. Das ist kein Krieg. Das ist eine Ausrottung. So. Oh, Grenade. Hier. Und was wird hier wieder verlangt?
Lieutenant Baird behauptet, den Kilotrupp trotz unzureichender Versorgung und Waffen zum Sieg geführt zu haben. Nur Boltox und Longshots einsetzen. Nee, das lass mal. Ein paar alte Freunde kommen vorbei zum Reden. Wow. Naturtalent. Ach, unten? Nee, oben, unten. Ach, wieder. Da, Hallöchen. Und schwupps. Hey, ist der mir auch einfach? Wow. Heute keine Gefangenen. Los, fang mich! Oh. Hier kommt ihr nicht lebend raus! Stirb, Erdschleicher! Bleib tot! Mann mit Hack! Schieß! Lass sie nicht hochkommen! Den hat sie in Stücke zerlegt! Stirb, Erdschleicher! Na komm! Dieses Treffen ist vorbei! Stirb, Erdschleicher! Erbärmlich! Bleib tot! Schön! Ja, schau, Zeiten ist hier was los. So was Hässliches sollte nicht leben. Stirb, Erdschleicher. Menschen. Wow, fuck. Fleisch! Stirb, Erdschleicher! So kämpf ich gern! Wow. Ich hab so das Gefühl, als ob wir gejagt werden. Khan hat wahrscheinlich Kopfgeld auf uns ausgesetzt. Jetzt stirbst du.
Sag mir, dass wir bald bei dem verdammten Museum sind. Ja, das hoffe ich auch. Halt, erstmal gucken, ist hier vielleicht irgendwo... noch ein Abzeichen vielleicht irgendwo hier in der Ecke. Munition nehme ich auch gerne. Ach, ist sogar voll. Kein Abzeichen. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Schade, nur ein Stern. Karn schickte uns seine besten Marken. Ich fragte mich langsam, ob er vielleicht Angst vor uns hatte. So. Der Kilotrupp behauptet, die Dächer der Innenstadt praktisch ohne Munition überquert zu haben. Ohne Munition für Boltox und Longshot. Munition, okay. Alle. Da war kaum Munition auf den Dächern. Und unsere Waffen waren schon wieder leer. Ein paar Boltox lagen in der Nähe rum. Jeder einzelne Schuss musste sitzen. Oh fuck, das wird übelst. Oh scheiße, wird das übel. Hab sie. Ein Beil. Sie ist leer. Ich hab gehört, dass mehrere Core-Unterkünfte überrascht wurden. Wenn ihr auf einen Transport zu einer Core-Unterkunft okay. wartet, haut ab. Die können nichts für euch tun. Lauft für den Hügel. Egal, was ihr euch erzählt. Ich mach den Weg frei, Jungs. Und Lady. Oh. Aber nicht. Was haben wir vor? Nichts Gutes. So kämpfe ich gern! Zur Hölle damit! Die Viecher haben meinen Mann getötet! Und bald bist du wieder bei ihm. Nicht angreifen. Versteck dich! Okay, wo treffen wir uns mit Clark? Clark ist tot. Bin gerade erst angekommen. Okay, wo treffen wir uns? Okay. Bin gerade erst angekommen. Munition, alle. Ich gehe zur Evac-Zone. Nicht. Die sind der Durchsage. Was haben wir denn da? Oh Mann, du bist neu hier, oder? Was meinst du damit? Weißt du was? Vergiss es. Okay, okay. Schießen wir auch auf die Core-Typen, oder was? Sie ist leer. Auf die Core-Typen? Die wollen uns helfen. Okay, bist du dir sicher? Ich weiß nicht. Ich hab gehört, dass man Evacs bezahlen muss. Wenn du keine Schön. Hast, kommst du nicht raus. Ganz schöner Mist. So. Kontakt. Vorwärts. Oh, wow, wow. Okay. Hey. Hey. Schlag. Ist ja wohl. So kämpfe ich gern. Vorwärts. Ich brauche Hilfe. Oh. Wow. Okay. Na komm! Hey, was ist denn das für eine blöde Steuerung jetzt? Hallo? Was denn das? Pass ich auf, kann die nicht schießen, ich kann mich nicht so bewegen! Feind! Wiederbelebung! Vielleicht, Helfen Sie doch hoch! Hallo? Kaum, sie ist leer. Oh, was ist? Ich bin verletzt! Ich hier gerade überhaupt nicht. Ich brauche Hilfe! Dr. Barrett kommt zur Hilfe! Wiederbelebung! Baron! Was ist denn das jetzt für ein Scheiß? Weißt du was? Du hattest genug. Was war denn das jetzt für ein Rotz? Ich konnte nichts mehr machen. Was ist denn das für ein Käse jetzt hier? War das ein Bug oder ist das Absicht? Ich habe gehört, dass mehrere Core-Unterkünfte überrannt wurden. Wenn ihr auf einen Transport zu einer Core-Unterkunft wartet, haut ab! Die können nichts für euch tun.
Lauft zu den Hügeln. Egal, was die euch erzählen. Die haben ach, nichts unter Kontrolle. Halt. Wenn ihr Munition alle. Da war kaum Munition auf den Dächern. Und unsere Waffen waren schon wieder leer. Ein paar Boltoks lagen in der Nähe rum. Jeder einzelne Schuss musste sitzen. Das war jetzt komisch. Was haben die vor? Nichts Gutes. So, nochmal. Und bald bist du wieder bei ihm. Heute keine Gefangenen. Versteck dich. Okay, wo treffen wir uns mit Sie ist leer. Clark ist tot. Bin gerade erst angekommen. Gesicht. Okay. Na komm. Wo treffen wir uns? Bin gerade erst angekommen. Ich gehe zur Evac-Zone. Wie es in der Durchsage hieß. Oh Mann, du bist neu hier, oder? Was meinst du damit? Weißt du was? Vergiss es. Okay, okay. Schießen wir auch auf die Korte. 72 Stunden schnell. Dieses Treffen ist vorbei. Sie tot. Wir haben noch mehr. Oh ja. Bleib tot. Na komm! Wir sind noch nicht fertig! Brauche Hilfe! Jetzt ist das schon wieder so ein Scheiß hier, oder was? Wohl kaum, Freundchen. Ich will nicht den verfickten Mörser, du Arsch. Ich will sie ist leer. Ja, die ist leer, das weiß ich auch. Dann nehmen wir jetzt nicht. Nein, ich will nicht die... Herrgott, du Blöder. Mehr für mich. Die. Danke. So, Retrolancer und die blöde Knarre. Gut. Sieht doch gleich besser aus jetzt. Habt ihr vielleicht auch noch hier irgendwo irgendwie eine Medaille oder sowas rumfliegen sehen? Nicht, oder? Okay. Splittergranate, sehr gut. Munition ist voll. Wo lang? Ich hätte ja getippt hier rein, oder? Hallo? Oder guckt hier irgendwo noch? Da. Ah, was soll denn? Da ist noch einer verbuggt. Scheiße! Mehr Maden mit Enterhaken! So kämpfe ich gern. Na prima, ganz klasse.
bin getroffen. Weiter, Baby. Verlängerung. Dieses Treffen ist vorbei. Das war's. Los, Kilo. Das Museum ist nah. Ich lade euch ein. Yay, krieg ich auch ein Eis. Nur noch ein Stückchen bis zum Museum. Khan zu töten hieß natürlich, den Bot zu opfern. War kein schöner Gedanke. Aber drauf geschissen. Ich kann einen anderen Bot bauen. Wir können Sie nicht ewig aufhalten, Zentrale. Evakuierung! Wir arbeiten dran, Sergeant. Wir haben Verletzte, Zentrale. Warum schickt ihr nicht Loomis Raven? Colonel Loomis wird den Angriff auf das Museum persönlich anführen. Dann sagen Sie ihm viel Glück dabei. Der Kilotrupp behauptet, Reaver gesichtet und diese durch den Einsatz unorthodoxer Taktik umgangen zu haben. Das Ziel vor Reaver-Angriff in 3 Minuten 30. Khan wusste, dass wir nahe waren. Da war wahrscheinlich noch irgendwas richtig Fieses zwischen uns und ihm. Wenn wir Glück hätten, wären wir schneller. Wir sind fast da, Kilo! Kannst kaum erwarten, die Rakete auf den Sack abzufeuern. Oh, ja! Munition gespart! So, lasst uns sicher gehen, dass der Hurensohn wirklich den Löffel abgibt. Heute 3 Minuten, das heißt jetzt volle Kanne durchziehen. Kneif die Arschbacke zusammen, kneif die Kanne. Bleib tot! Meine Schuld! Los, fang mich! Macht nix, weiter geht's, komm. Oh, da bin ich hier oben. Okay. Das ist mein Sport! Fuck, Leute! Na prima, ganz klasse! Kommt schon, Leute, das Ende ist in Sicht! Hier? Nein, wo müssen wir hin? Da oben? Doch, da oben? Fuck, da war ich doch schon vorhin. 1,47. Lalalala, hoffentlich das gleich durch. Okay. Oh, ja. Subi. Ui. Und tschüss. Jetzt einfach. Okay, sieht gut aus. Ein letztes Wort für unseren Kumpel? Für wen? Den Bot? Wie heißt der eigentlich? Jack. Nein. Er heißt Troy. Was für ein Scheißname. Er wird ihn nicht lang haben. Kadett Hendrik, wie lautet Ihre Position? Mist. Wir helfen einer anderen Einheit, Sir. Welche Einheit? Sind Sie etwa nicht mehr auf der Insel? Colonel, wenn wir die Leichtmasse nicht abfeuern, werden alle in Helvo Bay sterben. Lieutenant, hören Sie genau zu. Diese Waffe wird aus einem bestimmten Grund für einen anderen Zeitpunkt aufgehoben. Wenn Sie sie abfeuern, klage ich Sie an und lasse Sie erschießen. Okay, ich sehe Sie vor Gericht. Gehen Sie besser in Deckung, Sir. Dann nicht zu hören,
Omega 2. Sind etwas angerüstet, aber... Okay, hab vergessen, wir müssen auch wieder zurück. Der Feind ist da drüben, Idiot! Entschuldigung! Wiederbelebung! Heute keine Gefangenen! Ich kenne das Geräusch! Das ist Karns Leibwache! Uns bleibt nicht viel Zeit! Ich dachte, wenn Karn tot ist, hören die Maden auf zu kämpfen. Dieser Krieg wird mich noch zum Pessimisten machen. Karn musste sterben. Wenn das die falsche Entscheidung war, Colonel, erschießen Sie mich ruhig. Jetzt hier, Leutnant Bryant behauptet, die Kerle-Truppen haben nach Zerstörung des Museums schwerwiegend operative Nachteile gehabt, diese aber überwunden, stark eingeschränkte Sicht. Nee, das lassen wir jetzt mal lieber. Schön. Okay, Leute, gleich geht's los. Mich am Arsch. Scheißenhunde. Kai Fuchs, ja, wie man sieht, im Moment gar nicht gut. Oh, shit. Leckt mich doch am Ärmel. Pass auf die Fresse! Scheißkerl! Ziemlich unfair, was? Ich kenne das Geräusch. Das ist Karns Leibwache. Uns bleibt nicht viel Zeit. Uiuiui. Ich dachte, wenn Karn tot ist, hören die Maden auf zu kämpfen. Dieser Krieg wird mich noch zum Pessimisten machen. Karn musste sterben. Wenn das die falsche Entscheidung war, Colonel, erschießen Sie mich ruhig. Eine Minute noch. Komm, mach hin. Hier war doch auch noch der... 47 Sekunden, reicht mir das noch?
Okay. Okay, jetzt geht's los. Oh, fuck, hier habe ich gar nicht gesichert. Halt gesichtet! Mauler! Theron! Fuck! Wiederbelebung! Oh, verdammt, verdammt, keine Granaten mehr! Theron! Jetzt stirbst du! Erdschleicher! So kämpfe ich gern! Wiederbelebung! Wiederbelebung! Wir sind noch nicht fertig! Oh, 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 oh. Jetzt meins. Helft mir hoch! Meine Schuld. Da kommen sicher noch mehr Kilo. Aufgepasst und in Position. Oh, Leute, mir reicht's eigentlich. Geschütze stehen wieder. Okay, sie ist voll. Schön. Da ist noch nicht voll. Okay, das steht auch. Gut, 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 gut. Ja, vielleicht. Bleib tot! Verdammte Scheiß-Flugdinger. So kämpfe ich gern. Oh shit. Runter da. Oh. Wir sind noch nicht fertig. Bloodbound. Wow, hey, wir haben die Leute. So, ey!
Pass auf die Fresse! Bleib tot! Hey! Meiner! Hey! Scheißkerl! Wir sind noch nicht fertig! Oh, leck mich doch! Ihr blöden, verdammten. Oh ja! Na prima, ganz klasse! Feindgesichte! Wow! Ah. Ah. So kämpf ich gern. Unter Feuer! Wow. Brauche Hilfe! Wir haben noch mehr! Ja, Herrschaft, na prima, ganz klasse. Scheibenhonig. Ach, ich bin nicht so der Verschanzungstyp. Ich bin eigentlich immer eher der Druff und Durch bei sowas. Scheiß drauf, irgendwie geht schon. Es ist ja sonst langweilig. Oh, Scheiße. Ich befahl Ihnen, auf der Insel zu bleiben, Lieutenant. Arschloch. Das Gericht ist zu einem Urteil gelangt. Irgendwelche letzten Worte? Wegen Männern wie Ihnen habe ich die Korps bekämpft. Wir haben heute viele Leben gerettet. Ja, und Ihren Arsch. Keine letzten Worte von Ihnen, Lieutenant? Vielleicht haben Sie recht, Sir. Wir retteten wie viel? 1000 Menschen? Die Leichtmassenrakete sollte Millionen retten, das weiß ich. Aber hätte Khan Helvo erobert, könnten wir vielleicht niemanden mehr retten. Ah!
Ach nee, feige Dreckschwein. Heilige Scheiße, Verspielung! Ach nee, ich mag die ja nicht. Noch nicht fertig! Nicht getroffen! Helft mir hoch! Wow, wow, wow! Okay. Brauche Hilfe! Verluste! Oh, ich auch! Hallo! Dr. Barrick kommt zu Hilfe! Ah, die sind da schon wieder! Weiter, Baby! Verlängerung! Stirb, Erdschleicher! Los, fang mich! Und krieg Gänsehaut. Siehst du mich nicht? Na komm! Jetzt stirbst du. Pass doch auf! Heute keine Gefahr. Meine Waffe ist leer. Oh ja! Stirb, Erdschleicher! Stirb selber. Runter da! Pass auf die Fresse! Feind in Sicht! Meine Schuld. Fuck, Leute, meine Muni ist bald alle. Wir sind noch nicht fertig. Ah, fuck. Wow. Bleib tot. Was haben wir denn da? Fuck. Bullen! Na komm! Feuer einstellen! Wie ist der? Los, fang mich! Brauche Hilfe! Oh. Wow. Ja, du bist quasi tot! Es werden noch mehr kommen. Dann lasst uns einfach von hier verschwinden. Oh, nee. Ich hatte gehofft, das wäre es jetzt gewesen, Leute. Ach. Ist ein langer Weg nach unten, Kilo. Oh. Ich hätte gerne
meine Retrolenser wieder. Das wird wohl so schnell nicht mehr. Oh, ich hasse die Flugteile. So kämpfe ich gern. Da kommen wir. Bleib tot. Verbraucht und immer so die scheiß Munition. Bereit zum Schuss. Feindkontakt! Ich gern. Autsch. Bleib tot. Oh, leck mich doch. Das ist der Raven, der uns hergebracht hat. Dann verschwinden wir auch mit ihm. Oh, Colonel Loomis, Bericht erwähnt mit keinem Wort Rauchgranatenfallen der Locust. Rauchgranatenfallen in der Locust beeinträchtigen die Sicht. Ach, komm schon, na gut. Wie ich die Locust kenne, werden sie Rauch werfen. Haltet die Augen offen. Jojo. Aber wenn es raucht, Augen offen halten, ist das gar nicht so gut. Kriegt man doch den ganzen Rauch in die Ohren. Meine Schuld! Erste Granate! Oh. Erste Granate! Hab ich doch schon gemacht. Na komm, gib doch endlich, verdammt. Na prima, ganz klasse. Schau, ei! Runter da! Feind gesichtet! Achtung, Granate! Wow, hast du mir jetzt Granate in die Fresse gegeben? Du hättest brennen sollen. Zermalmen. So kämpf ich gern. Scheiß Kerl. Mehr. Oh ja. Bleib tot! Getroffen! Na prima, ganz klasse! Oh,
Es hat uns einfach sitzen lassen. Erlauben Sie mir, ihn Arschloch zu nennen, Sir? Sie dürfen ihn nennen, wie Sie wollen, Kadett. Oh, cool, cool, cool. Kommt schon, Kilo, durch die Tür! Der Raven steht da nicht, weil er uns so sehr mag! Echt nicht? Mano, zerstört aber jetzt mein Lebensbild. So. Colonel Loomis' Bericht enthielt keinen Hinweis auf die eingeschränkte Vitalität des Kilotrupps. Keine Gesundheitsregeneration. Okay. Weiterkämpfen, Kilo! Tierisch. Ich brech gleich zusammen. Hey, geht mir genauso, Mann. Halt sie von dir fern. Lass sie nicht so nah ran. Oh Gott, wir werden jetzt tierisch auf den Arsch kriegen, glaub ich. Okay, Leute. Ich bin auf deiner Seite! Bleib tot! Keine Gesundheitsregeneration. Das wird richtig. Halt Granate. Übel. Hier! Kriecher! Meine Schuld! Weg runter! Auf, 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 auf! Los, fang mich! Granate! Wo. Na prima, ganz klasse. Na Vorteilen. Na komm. Pass auf die Fresse. Feindkontakt. Oh ja. Wow. Nein. Gott sei Dank. Nein. Heute keine Gefangenen. Ja. Scheiß Kerl. Ferron! Hey, hab ein, Baby! Keine Gefangenen.
Wow. Du hättest rennen sollen. Erbärmlich. Brandgranate! Ach, scheiß drauf auf das Ding. So kämpfe ich gern. Na komm. Terror! Werfen ist Tim! Heute keine Gefangenen. Fuck! Oh, fuck. Wieder Lego. Vielleicht ein Blindgänger. Wohl kaum, Freundchen. Schwimmgranate unterwegs! Bereit zum Schuss. Munition, alle. Ganz toll. Super toll. So kämpfe ich gern. Wow. Ich dachte, Karns Tod würde die Anzahl der Maden in Helbo Bay verringern. Ja, vielleicht wollen die auch sowas wie Rache. Scheiße! Die Türen werden nicht halten! Was wollt ihr hier schon wieder? Colonel Loomis, Bericht beinhaltet keine Informationen über die durch Strapazen und Verletzungen beeinträchtigte Sicht des Kilotrupps. Erlittener Schaden beeinträchtigt die Sicht. Ja, genau, klar, logisch. Dann bin ich in 2 Minuten blind. Ach, scheiß drauf. Machen wir mit. Lieutenant, ich weiß nicht, ob ich es noch weiter schaffe. Wir sind alle müde, wir sind schon so weit gekommen. Verlasst eure Deckung nur, wenn ihr müsst. Auch ruhig, ja. Fuck. So kämpfe ich gern. Stimmgranate unterwegs. Da kommen mehr. Pass doch auf. Renn doch nicht da vorne hin, du blödes Dummchen. Was haben wir gesagt? Deckung nicht verlassen, wenn es nicht sein muss. Bereit machen. Sie kommen. Geht auf. Los, fang mich!
runter da! Fuck, fuck, fuck. Heute keine Gefahr. Komm, komm, komm. Wiederbelebung! Oh, shit. Jemand da draußen? Danke. Schießt sie in die Erde! Kilo, Magenloch öffnet sich. Dann haut eine Granate rein. So kennt sich gar nicht. Okidoki. Ich kann den Raven schon fast riechen. Kommt schon. Du, 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 du. Okay. Grenadiere! Werfe Granate! Brauche Hilfe! Wiederbelebung! Du freust dich bestimmt, mich zu sehen. Ja, und wie? Aber nicht nur, weil du mich gelebt hast. Oh ja! Schön! Achtung, Granate! Folg du! Flammenwerfer. Jemand da draußen? Ich hab schon Schlimmeres gesehen. Na komm! Hier kommt ihr nicht lebend raus! Oh, 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 oh. Sag mal, Paddock, warum hast du eigentlich Colonel Loomis gerettet? Vielleicht wollte ich ihn ja eigentlich erschießen. Oder du bist ein anständiger Kerl. Ja, vielleicht. Oh Gott, gut, 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 Jungs.
Schade, nur zwei. Ach du Scheiße. Alles, was von Loomis großer Strategie übrig ist. Ein Haufen Leichen. So, was wollt ihr jetzt? Colonel Loomis. Bericht betonte, dass keine Locust-Waffen vom Korps-Truppen eingesetzt wurden. Nur Boomer-Schilde und Lupas einsetzen. Okay, können wir ja mal probieren. Schrotflinten und Boomer-Schilde? Ist das alles? Richtig eingesetzt kann jede Waffe nützlich sein. Entschuldigung, war mein Fehler. Komm schon, das kriegst du schon. Kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. Wir nehmen jetzt noch ein bisschen schöne Munition mit. Und haben 12 Schuss, ehrlich. Das könnte doch etwas problematisch werden. Wow. Oh, nicht gegen solche Spieler. Da kommt Rad! Prima, ganz klasse! Pass auf, ich bin fest! Keine Munition mehr, Leute! Runter da! Ich hab noch einen Schuss. Ach, sehr gut, der wird hier wieder. Fuck, ist das übel! Scheiß Kerl! Oh, fuck! Bis jetzt keine Fische. Nein, bis jetzt keine Fische. Die werden mir viel lieber. Alles, was von Loomis großer Strategie übrig ist. Nochmal probieren mit der Boomshot nur? Ja, doch, das probieren wir nochmal. Stopp. Wir können entweder nah ran oder näher ran. Ist mir beides recht, Baby! So. Bloodbound! Ziel anvisiert! Wir haben noch mehr! Folgt mich! Vorwärts! Bloodbound! Theron! Wow! Na prima, ganz klasse! Folgt mich, Jamal! Stirb, ihr Wow! Holla! Mein
Leute. Der Raven ist die Treppe runter links, Kilo. Aber ich habe immer noch nur die... Gut, Lancer. Mehr für mich. Und Ganger. Das ist deutlich besser. Das ist eine deutlich bessere Kombination. So, was willst du? Colonel Loomis, Bericht gibt eindeutig an, dass sämtliche Core-Munition sicher gelagert wurde. Das Ziel vor der Explosion der Munition in 6 Minuten erreichen. Versagen führt zum Tod. Seht ihr das Munitionslager? Auch mal wieder. Ja, es brennt. Das bringt uns nicht sonderlich viel. Deswegen mache ich mir Sorgen. Wir müssen hier weg, bevor es explodiert. Oh, keine Granaten. Oh, nicht die Verwandelsätzen. Das kostet doch so viel Zeit. Bleib tot! Okay, Leute, laufen, aber ich nicht. Oh. Nicht gut. Gar nicht gut. Zerschmettern. Oh. Ah, na gucke mal. Okay, 5 Minuten. Colonel, wo kommen Sie denn her? Ich hab die Maden erledigt, die ihr übersehen habt. Wir haben 5 Minuten, Leute. Dieses Treffen ist vorbei. Ich befehle euch, die Schlacht zu schließen. Scheißkerl! Blutung gestoppt. Oh, danke schön. Ich bin verletzt.
Diese Waffe ist leer! Fuck, das macht man nicht in der Zeit. Bleib tot! Ja. Helf mir hoch! Stirb, Sapien! Boomer! Leck mich, wie viele kommen denn da noch? Leute, wir haben keine 2 Minuten mehr. Oh, leck mich. Colonel, wenn wir in den Raven einsteigen, erschießen Sie uns dann woanders. Ja, das scheint aber nicht zu sein. Du musstest ja die Treppe aufgreifen, die blöde Sacke. Oh Mann, Schreckgespenst! Nicht sehr beängstigend. Der Typ hat das also überlegt. Gibt's doch sicher auch wieder irgendeinen Trick bei dem Viech, wo man hinballern muss, oder? Wow.
Oh, Schild. Hey, Leute, könnte man nicht wegrennen, sondern einer mal herrennen? Vielleicht? Hallo, ihr Sackgesichter. Dankeschön, sehr freundlich. Wo ist der wunde Punkt jetzt? Irgendwelche anderen Viecher. Wow, 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 Raketen. Jetzt ruft da wieder irgendwelche anderen Viecher. Scheiße, das war nicht gut. Danke. Der Wundepunkt. Ah, das war der Wundepunkt. Nee, das ist Krabbe oder Kakerlake oder sowas. Oh. Und was jetzt? Wir lassen uns Zeit. Es gibt einen Unterschied zwischen Krieg und Grausamkeit. Krieg ist Grausamkeit. Und unsere ist noch nicht vorbei. Auf ein Wort, Lieutenant. Ach, lass mich raten. Das war das letzte Mal, dass sie jemand als Lieutenant ansprach. Ich
lasse die Anklage fallen, aber Sie werden nie wieder Offizier sein. Ja, wäre ja auch Verschwendung von einem Spitzengehirn. Sir. Private? Niemals. Ha, das nenne ich Charakter. Kein Wunder, dass ich auf dich aufpassen sollte. Auf mich? Wozu? Die dachten wohl, dass du unsere Militärtechnologie stehlen könntest. Was du getan hast. Illegaler Zugriff auf Militärtechnologie. Macht einen Unterschied. Tut mir leid, Lieutenant Baird. Private Baird ab jetzt. Loomis hat mich degradiert. Meinen Glückwunsch. Ohne euch hätte ich's nicht geschafft. Das heißt wohl, ich hab jetzt das Sagen. Perfekt. Cole, gibt's zwischen uns auch solche Spannungen? Ja, könnte sein. Gut, wollt's nur wissen. Yay. Und das war's dann wohl mit Gears of War Judgment. Aber. Das scheint ja hier nicht alles gewesen zu sein, denn es gibt ja das Nachspiel. Keine Ahnung, was das ist, aber da schauen wir mal. Und da ist das einfach nur... Was ist denn das? Beim Start einer neuen Kampagne wird der zurzeit ausgewählte Speicherplatz überschrieben. Ja, ja. Oder nehmen wir... Kann ich... Kampagnen-Nachspiel. Keine Ahnung, was das ist. Ach, scheiß drauf. Probieren wir einfach mal aus. Was ist denn wohl das Nachspiel? Da ist es, Azura. Keine Bilder, aber jede Menge Daten und Karten. Bedient euch! Aber es ist eine Insel. Wie zum Henker versteckt man eine Insel? Irgendeine Art Abschirmgerät. Wow, ein künstlicher Hurricane rund um die Insel. Sieht aus, als käme man nur... von unten hinein. Ja, in der Werft von Endeavor liegt ein altes U-Boot. Okay, Bert, Cole, geht Verstärkung suchen. U-Boot oder nicht, ohne Unterstützung kommen wir nicht weiter. Wir brauchen ein Transportmittel, Waffen und jeden, der kämpfen kann. Na, ich weiß, wo wir nachsehen können. Dann gehe ich nicht mehr zurück. Ach, okay. Ich hasse diese dämliche Stadt. Was ist sein Problem? Lange Geschichte. Nur Korpssoldat machen so einen Lärm. Herrlich. Oh. Die Knarre kannst du wieder wegstecken. Wir brauchen Hilfe. Und ein Boot. Dann folgt mir. Willkommen im malerischen Helwo Bay. Nein, okay. Diese Stadt ist seit Jahren verlassen. Und so mögen wir es. Wer genau ist wir? Kommt mit, ich zeig's euch. Okay, das ist also das zeitliche Geschehen, als wir Marcus Phoenix das U-Boot gesucht haben, was er so lange getrieben hat, um Verstärkung unter Orden zu schaffen. Okidoki, das ist jetzt praktisch zeitgleich mit Gears of War 3. Okay, aber dann scheint das auch doch noch was Längeres zu werden und das werden wir dann in der nächsten Folge machen bei Gears of War Judgment Nachspiel. Okay, ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis denne. Tschüss und ciao. Euer Martin. Servus.